Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Döner-Teller Deutschlands. Die Mission ist längst überfällig. Ich habe erst einmal, glaube ich, ein Döner-Teller-Video gemacht und heute geht's weiter. Wir haben das Ranking quasi schon gestartet mit Pferd und Pamphylia. Pamphylia ist natürlich der einzige, den wir jetzt für Deutschland werten. Es geht los in Berlin. Wir knallen rein. Ich habe drei Dinger rausgesucht, drei Schwergewichte. Für mich ist wichtig für euch, wenn ihr Döner-Teller liebt, lasst den Daumen oben knallen. Die Mission muss weitergehen. Also jeder, der den Döner-Teller liebt, muss den Daumen oben da lassen. Das ist Pflicht. Ja, und wenn ihr einen Döner-Teller empfehlen wollt, tut's in den Videokommentaren. Was rede ich eigentlich schon wieder? Tut's in den Kommentaren. Das Top-Kommentar, das werde ich direkt testen. Das verspreche ich euch. Mal wieder in ganz Deutschland. Und wir gehen jetzt zu Nummer 1 im Rennen. Moin, mein Lieber. Was würdest du sagen, bester Döner-Teller in Berlin? Was würdest du sagen? Wie bitte? Bester Döner-Teller in Berlin, was würdest du sagen? Ja, Warte, ich flüster dir was. Im Rennen? Ja, im Rennen. Ja. Immerhin getestet. Was ich eben noch mal sagen wollte, was soll ich denn sagen? Ich verrate euch ja jetzt noch nicht, was wir heute alles testen. Aber wir werden zwei und einen zum Schluss Special-Kandidat. Ihr müsst zum Schluss den Special-Kandidat sehen, dem ich sogar zutrauen könnte, dass er Pamphylia heute einholt. Ja, also ich möchte nicht zu viel versprechen, aber es wird wild. Sind die Rollen? Ja, Mann. Ehrlich jetzt? Ja, klar, Mann. Das freut mich, das freut mich. Ich hab ihn gleich erkannt, wo du draußen stehst. Ja, cool, Mann. Wir haben hier einen treuen Supporter am Start. Wunderbar. Ja, wir machen heute bester Döner-Teller. Und da will ich zum Beispiel Imre mal testen, weil ich noch nie einen Döner-Teller gegessen habe. Kann man machen, sagst du? Kann man machen. Das Imre, die haben ja mehrere Geschäfte in Berlin. Das ist ein guter Kandidat, oder nicht? Ja. Ja, vielleicht brauche ich dich gleich als Kameramann, dann sage ich nochmal Bescheid. Danke dir, mein Lieber. Ne? Hau rein. Ciao, ciao. Dann gucken wir mal hier, Leute. Da seht ihr natürlich den selbstgemachten Spieß mit viel Liebe. Oben das Lammfett drauf. Oh, und da das Brot eigentlich auch. Mm, das haben die selber gemacht. Oh, sieht wirklich sehr gut aus, Mann. Da bin ich gespannt. Es gibt ja so viele Gestaltungsmöglichkeiten, auch was einen Döner-Teller angeht. Das Fleisch ist natürlich das eine. Aber wie wird das Gemüse dazu serviert? Wie wird das Brot dazu serviert? Wie kann man das Ganze kombinieren? Döner-Teller ist so vielseitig. So viele Möglichkeiten. Wenn man sich zum Beispiel den Nomadenteller bei Pamphylia anguckt, da kriegst du das schöne Brot, packst da noch Zwiebeln rein, Tomate, Fleisch, nimmst ein Biss. Beim nächsten Mal tust du was anderes rein. Döner-Teller ist Welt. Ich weiß nicht, warum wir das vernachlässigt haben. Aber jetzt geht's weiter rein ins Game. Guckt euch hier nochmal den schönen Spieß an. Oh, geil, Mann. Das sieht heftig aus. Kannst du mir einen Döner-Teller fertig machen? Gerne, ich mache es. Geil, so wie ihr immer macht einfach. Gerne. Aber nicht wundern, ich esse nicht auf, Rest lasse ich einpacken, weil ich teste noch zwei andere Läden, ne? So. Oh, ist das schon mal ein Döner-Teller hier? Genau. Oh, sehr schön, sehr schön. Perfekt, vielen Dank. Oh, das sieht mega aus. Perfekt. Ich habe mein Stativ vergessen, Leute. Ich muss hier die Kamera gleich draufstellen. Jetzt guckt euch das hier jetzt mal an. Erstmal das Fleisch. Das Fleisch ist einfach so special hier. Ich sage es euch, es ist wirklich sehr special. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die arbeiten mit Zimt oder sowas. Ein ganz speziellen Gewürz. Also von der Ausgefallenheit. Ein Special Döner-Teller will, der einfach rausfällt von allen anderen Döner-Tellern, die ich bisher gegessen habe. Alleine schon, weil er halt so hart gewürzt ist. Als wäre der in richtig vielen Gewürzen auch mariniert. Merkst dadurch so eine leichte, grobe Textur außen am Fleisch, weil wirklich ganz viel Gewürz, ganz viel Geschmack dran ist. Wild, wild, wild. Bei Döner-Teller finde ich halt auch interessant. Hier können jetzt mal die Läden punkten, die ein geiles Produkt haben, aber wegen des Brotes manchmal wirklich abkacken. Und hier einfach nur Fleisch. Super Salat. Wird auch hier schön gewürzt. Super frisch. Auch mal einen Versuch jetzt mit Zitrone, das Fleisch. Wunderbar. So ist ein Schaf, Knoblauch und Sesam. Das ist Sesam. Interessant. Nicht diese Standard-Berliner Soßen, die jeder hat, sondern wirklich hier mal was anderes. Gefällt mir. Super Brot auch. Ist leicht. Hört mal. Tolles Brot. Und jetzt muss man spielen. Aufklappen. Sesamsoße sagt mir zu. Bisschen Fleisch. Da hätte ich jetzt schön gefunden für mich, so als Kick, aber das ist einfach bei jedem anders. Ich hätte gerne so Zwiebeln noch mal extra gehabt. Eine Zwiebel reingelegt. Tomate jetzt noch dazu. Noch mal ein bisschen Fleisch. So habt ihr jetzt einen schönen, geilen Biss, Mann. Preis auch super lecker. Geiles Gesamtergebnis. Und wenn ihr noch ein bisschen schlemmen, dann sehen wir uns gleich bei Laden Nummer 2. Seid gespannt, wo wir hingehen. Bewertung natürlich. Noch früher, als ihr denkt, kriegt ihr die Bewertung natürlich auch. Holla, Iran auch. Schlemmer, schlepper, lecker. Saumäßig Glück gehabt.
direkt davor habe ich einen Parkplatz erhascht. Das ist hier, muss man einfach direkt sagen, es ist, eigentlich muss man den inzwischen kennen, als Dönerliebhaber, selbstgemachter Hackfleischspieß. Also wirklich, es gibt nicht wenige, die sagen, das ist der beste Döner Deutschlands. Und sehr viele, die sagen, der beste Döner Berlins. Aber wie performt ein Dönerteller? Das werden wir jetzt erfahren. Sehr gerne, danke mein Lieber. Hammer, 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 Hammer. Traum euer Fleisch. So kernig, so herzhaft. Das Fleisch, wie gesagt, ich habe es eben probiert, das ist so kernig, so herzhaft, durchdringend vom Geschmack. Und natürlich hier die Soße noch testen. Bei Imren eben war ja, wenn man sehr orientalisch angehaucht, was ich geil finde. Hier diese Soße, auch wieder so ein bisschen Currysoße. Oh. Sonst müsst ihr wissen, ja meistens ohne Soßen die Döner bestellen. Jetzt mal sowas hier beim Dönerteller. Oh. Ganz liebliche Knoblauchsoße, wirklich stark hier. Also es ist kompletter Kontrast zu Imren. Fleischvergleich, gewürzlastig, orientalisch, ganz speziell, ganz besonders. Hier das Fleisch, sag ich mal, eher wie man es kennt, wegen dem Hackfleisch-Style, aber auch durchdringend, herzhaft. Das Brot hier, sehr lieblich, bei Imren eher rustikal. Das schöne Currysoße, die Soßen sind auch Welt hier, wirklich, also die sind sehr, sehr lecker. Ein bisschen Rotkohl, den feiere ich hier in Deluxe, das war's schon. Man kann alles über Berlin sagen, aber was Essen angeht, ist Berlin eine Macht. Auf der ganzen Welt. Da können wir Deutschen, sag ich mal, der Welt echt was zeigen. Da haben wir echt was vorzuweisen, wirklich. Da können wir stolz drauf sein. Heftig. Wir gehen zu unserem Special Spot jetzt. Zum Schluss kriegt ihr die Bewertung. Da bin ich jetzt durchaus sehr gespannt. At Dünyasi. Das Ding bei diesem Produkt, sage ich mal, ist, wir haben einen der besten Spieße in Deutschland. Sag ich euch so, wie es ist. Eine der besten Qualitäten in Deutschland. Aber beim Döner weiß ich nicht, warum man da nicht einfach nochmal ein bisschen Gas gibt und vernünftiges Brot an Laden kriegt. Weil der Döner wird komplett abgewertet und ist deshalb in keinem Ranking zu sehen, weil das kannst du einfach nicht bringen. Das Fleisch ist Welt. Das heißt, ein Dönerteller jetzt könnte das komplett rasieren. Aber wirklich komplett Urino. Ja, nochmal für euch, hier steht auch was zur Fleischzusammenstellung nochmal. Aus 100% Rind und Lammfleisch. Ich glaube, ich habe nachgefragt, 20% Lamm soll es sein. 20% Lamm. Schmeckt man definitiv, aber dezent. Für die, die Lamm nicht so feiern, ich habe schon von einigen gehört, die es gar nicht geschmeckt haben. Der kann was, der kann was. Was man auch hier sagen muss, die haben hier halt auch richtig geil zum Fleisch essen, ne? Oh, die haben einen Dry-Age-Schrank und so, das ist schon heftig. Und da kommt das Fleisch. Danke dir, mein Lieber. Ich komme gleich dann noch, ne? Ja. Also er sagt, so wie ich ihn hier bekommen habe, so kriegt ihn jeder, ne? Also ich glaube, er hat auch gesagt, ein bisschen mehr Fleisch gemacht, aber so von der Zusammenstellung, ne? Soßen bekomme ich jetzt auch noch. Sehr eng hier. Eng, ist gut. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Alles selbstgemachte Soße, ne? Okay, geil, Mann. Sehr interessant. Übrigens das erste Video, jetzt, wo ich hier meinen Ständer angebaut habe, dass ich mir nichts klauen muss, hier, um mal die Kamera aufzustellen.
drei Soßen. Kriegt man jetzt so an den Tisch. Natürlich hätte ich schöner gefunden, wenn die jetzt irgendwie auf dem Teller drauf oder in einer schönen Schale. Ist jetzt aber auch egal. Ich mache sie jetzt hier drauf und tue so, als wäre es schon so gewesen. Das Fleisch, ne? Also guckt euch das doch mal an hier. Einfach nicht von dieser Welt, alleine von der Optik. Dieser Geruch auch, der da hochkommt. Ha, schön zart, schmeidig weich, leichte Lammnote. Wenn wir auch noch mal schön die Soßen einmal testen. Das ist so eine Kategorie Fleisch, wo ich auch sage, da muss wirklich nicht unbedingt jetzt Soßen, aber ich will es trotzdem probieren. Sehr süß, aber schöne Schärfe drin. Oha. Ordentlich mit Thymian gearbeitet in dieser Soße. Sehr interessant. Der Form auch noch nie gegessen. Soßen vernünftig, aber nicht Weltklasse. Nicht Champions League, sagen wir mal so. Schön, dass wir hier nochmal was Gegrilltes haben, gegrilltes Gemüse. Ich hätte mir ein bisschen mehr Gemüse noch gewünscht, dass ich das hier so ein bisschen zusammenstellen kann. Was man hier jetzt auch machen kann. Den Kollegen haue ich auch dazwischen. Eine Pommes. Haben wir hier schönen Biss. Zum Vergleich bei Fair hat, ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Kamera rüberkommt. Dann sieht aber, es ist relativ dick. Und das ist mir schon immer hier aufgefallen. Es wird um einiges dicker geschnitten. Fair hat sagt ja, selbst beim Fleischschneiden nach all den Jahren lernt er immer noch dazu. So. Also es ist wirklich eine Kunst, das Fleisch zu schneiden. Ich kann mir vorstellen, dass hier auch noch mehr drin wäre. Beim gleichen Spieß quasi, wenn man das noch mal ein bisschen professioneller schneiden würde. Würde mich auch mal interessieren. Aber es ist trotzdem, also nur so als Anmerkung, sehr lecker. Und gleich zurück mit der Bewertung. Zur Bewertung. Wir beginnen hier, wo wir jetzt sind. Ich finde, es zieht sich so ein Trend hier bei dem Laden durch, wie beim Döner auch. Fleisch wirklich stark, wirklich stark. Gerade die Stellen, die so richtig gebräunt wurden, wäre das an jedem Stück Fleisch gewesen. Boah. Hat jetzt einmal nur diesen perfekten Biss, aber ich kann mir vorstellen, dass man mit Glück auch noch mehr von diesem ganz krossen Fleisch bekommt. Aber wie beim Döner ist es so, dass alles außenrum nicht so perfekt ist. Beim Döner ist das Brot nicht so perfekt, hier ist der Rest so ein bisschen, sag ich mal, lieblos. Das Brot ist recht trocken, jetzt nicht so super. Gemüse fehlt mir. Soßen hier so einfach auf dem Tisch. Es ist nichts Special-mäßiges, was jetzt außerhalb des Fleisches wirklich trumpft. Dafür kann ich hier nicht mehr als 8 geben. 8 ist fair. Zu Uhr. Uhr auch mega Döner-Teller. Mega Döner-Teller. Man muss aber sagen, dieses Fleisch ist für einen Döner geschaffen. Da ist es einfach die perfekte Zusammenspiel, der perfekte Hackfleischdöner. Hier ist es am Ende des Tages trotzdem ein Hackfleischspieß auf dem Döner-Teller, aber das wirklich in ganz hoher Kunst. Mit 8,3 von mir bewertet. Da hat er schon so ziemlich das Maximale rausgeholt. Brot war super, alles super, wirklich top. Zu Imren. Imren ist für mich der Gewinner. 8,5 Punkte. Tatsächlich vorne, das war einfach einzigartig, das war stark. Diese Kombination mit dem Brot dann, alles da reinmachen, essen, wirklich einfach heftig. Warum rank ich es nicht noch höher? Einfach weil es dafür nicht geil genug war. Dafür das Fleisch nicht ganz gelangt. Hätte es noch zärter sein müssen. Es war besonders, vielleicht sogar zu besonders. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken, aber es war heftig. Ich danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst mich gerne mit einem Daumen oben wissen. Wie gesagt, Döner-Teller, wenn ihr das mehr sehen wollt. Wenn ihr Döner-Teller liebt, knallt den Daumen oben rein. Auch wenn ihr Döner liebt, alles. Zersprengt den Daumen oben. Haut einen Kommentar rein. Wie gesagt, deutschlandweit, Top-Kommentar, teste ich. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns.